Magnesium ist eines der häufigsten Elemente der Erdkruste. Im Periodensystem hat es die Nummer 12. In unserem Körper ist so viel Magnesium enthalten, wie diese kleine Maus wiegt. Es hat sehr viele Funktionen im Körper und trägt beispielsweise zur normalen Funktion der Muskeln, des Energiestoffwechsels und des Nervensystems bei. Außerdem unterstützt es den Erhalt normaler Knochen und die Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung. Jeden Tag braucht unser Körper etwa so viel Magnesium, wie diese beiden Schmetterlinge wiegen. Das sind etwa 300 Milligramm, die in 2 bis 3 Scheiben Vollkornbrot stecken. Oder in einer Tafel Zartbitterschokolade. Letztere darf man guten Gewissens essen, wenn man sich die höchsten Magnesiumberge Europas hochgekämpft hat. Die Dolomiten bestehen nämlich zum großen Teil aus Dolomit, einer Verbindung von Calcium und Magnesium.